Hallo Freunde der Mathematik, heute reden wir über den Zylinder. Er gehört zu den geometrischen Formen. In diesem Video werden wir uns mit der Berechnung dieser Formen befassen und wie wir uns die Formeln herleiten. Um das anschaulich zu erklären, zerlegen wir die Form erst einmal. Hier können wir jetzt erkennen, dass die Flächen eigentlich bloß aus uns zwei bekannten Formen bestehen: zwei Kreisen und einem Rechteck, welche Grund- und Mantelfläche heißen. Um die Oberfläche des Zylinders zu berechnen, brauchen wir also erstmal die Fläche eines Kreises, also die Formel Pi mal r Quadrat. Um die Fläche des Mantels zu berechnen, brauchen wir den Umfang des Kreises. Die Formel für den Umfang lautet 2r mal Pi. Noch ist unser Zylinder nur ein flacher Kreis auf dem Boden. Davon brauchen wir zwei. Um den Mantel nun zu bestimmen, multiplizieren wir den Umfang mit der Höhe. Dann haben wir schon die Oberfläche unseres Zylinders berechnet. Kommen wir jetzt zum Volumen des Zylinders. Dazu nehmen wir die uns bekannte Grundfläche mal die Höhe. Und das war's auch schon. So einfach geht die Berechnung des Zylinders. Um zu sehen, ob ihr das jetzt wirklich verinnerlicht habt, kommt jetzt eine kleine Übungsaufgabe. Bei dieser Übungsaufgabe ist euch der Radius und die Höhe gegeben. Ihr sollt die Oberfläche und das Volumen des Zylinders berechnen. Viel Spaß! Bei dieser Übungsaufgabe musstet ihr nichts weiter als die gegebenen Zahlen in die Formeln der Oberfläche und des Volumens einzusetzen. Hier könnt ihr jetzt vergleichen, ob ihr richtig gerechnet habt. Ich hoffe, ihr habt jetzt die Berechnung des Zylinders drauf und ja, vielen Dank.